damit moin und herzlich willkommen im HSVnet Radio, präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Da geistigen Werte, wie jetzt auch Bakriata mit der Balleroberung in der Box. Schon Bakkerzi ab, rechts im Strafraum. Jawohl! Ja! Und das Tor für den HSV. Bakriata, Balleroberung am rechten Strafraumeck. Mutig angedribbelt und mit der rechten Innenseite ins kurze Eck verwandelt. Und dann breitet er die Arme aus, geht Richtung rechte Eckfahne. Und da wird er jetzt von allen geherzt. Bakriata erzielt hier das 1:0. In der 37., vielleicht auch 38. Spielminute. Güsel mit rechts, so sieht wohl danach aus, an der Mauer vorbei ins Tor. Links ins Eck. Da war die Mauer nicht dicht. Und Güsel verwandelt. In der eigenen Hälfte flipperte. Jetzt ist er wiederum bei Golz. Ja, Bastians ja. Und jetzt kann die Pressingfalle wieder zuschlagen. Tut sie auch mit Jatta. Jawohl! Bakriata! Pressingmaschine! Pressingmonster! Hier zum 2:1. Das hat jetzt aber auch RWE mit Wiegel über die rechte Flanke. Hat da ganz viel Platz. Geht schon in die Box. Was damit angreifen? Wiegel, Ball in die Mitte, Tor. Dumbuya mit dem Ausgleich, 56. Minute. Ja, und das war ganz, ganz einfach für RWE. Laszlo Benisch von rechts hebt beide Arme, bringt den Ball gefühlvoll Richtung Elfmeterpunkt. Kopfballabwehr von Bastians, Rebound bei Dompe, nimmt ihn direkt runter. Ball flippert, das Glatzel, das ist Tor für den HSV. Robert Nesta-Glatzel verwertet den Rebound. Zum 3:2, die dritte HSV-Führung. Und die sollte doch jetzt mal nach Hause gefahren werden. Führt schon, ich bleibe am Ball. Eisfeld mit der Flanke und das Tor. Das gibt es doch nicht. Thomas Eisfeld findet den Kopf von Lukas Brumme. Und jetzt rasten sie hier natürlich alle aus in der 83. Spielminute. Mit Robert Glatzel, aber der verhühnert den Doppelpass. Und so die Kugel wieder rausgebolzt da von den Essen. Dann kommt aber Postwenden zurück. Glatzel jetzt mit einem guten Kontakt auf Nemeth. Ondras Nemeth vor der Box auf Laszlo Benisch. Der könnte schießen, schießen. Tor für den HSV! Tor für den HSV! Laszlo Benisch! Der Baller macht schon wieder. Und der Block eskaliert. Big, bigger Benisch. Von der vorderen Strafraumkante aus den Ball auf seinem feinen linken Fuß gehabt und dann links ins Eck. Da hat sie 4-3 Sieg mit wieder Last-Minute-Tour. Wie sind deine ersten Gedanken zum Spiel? Ja, also erstmal wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Das war unser Ziel auch von dem Spiel. DFB-Pokal, K.O.-Spiel, einfach weiterkommen, das haben wir geschafft und freue ich mich sehr, dass wir in der nächsten Runde sind. Ja, just important that we won. That was the main goal. And you know, it's a cup game, so it's always hard. So, yeah, we make ourselves difficult, but at the end, it's a win that counts and we go to the next round. Mein erster Gedanke war Hauptsache weiter. Die nächste Runde erreicht, das war unser Ziel. Auch wenn es nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben, aber trotzdem Pokalspiel, hitzige Atmosphäre, alles drum und dran. Brauchen wir uns nicht schönreden, aber wir sind froh, weiter zu sein. Auf jeden Fall war das heute nicht einfach. Also, aber trotzdem finde ich, wir sind immer in Führung gegangen. Und klar, wir haben danach vom Gefühl her immer nach ein paar Minuten Tor kassiert, waren wir nicht konzentriert nach unserem Tor. Und das finde ich, müssen wir auf jeden Fall besser machen. Einfach können wir einfach, dürfen wir nicht so viele Tore kassieren. Daran müssen wir arbeiten und ja, einfach weitermachen. No, I think the other team was really efficient. They get yeah, the free kick goal, it cannot happen. And then yeah, they come into the game with the supporters and then you know it's difficult. And yeah, so we didn't play our best game. So we need to do better also in the couple next games. Ja, wir haben einfach zu einfache Gegentore bekommen. Es war, wir haben ein Tor geschossen, waren in der Euphorie und prompt kam der Ausgleich, das Gegentor. Und das war einfach zu einfach, die drei Gegentore. Das müssen wir uns ankreiden. Aber ja, wie gesagt, wir sind froh, nicht ins Elferschießen gekommen zu sein und eine Runde weiter zu sein.
Was spricht dann dennoch für die Mannschaft, dass man trotz der Gegentore dann immer wieder selber vorgelegt hat und das dann am Ende auch zum Sieg gereicht hat? Ja, das wir geben nie auf. Also wir haben eine gute Mannschaft, junge Mannschaft und natürlich, wir haben auf jeden Fall Potenzial noch nach vorne, also Dinge besser zu machen. Aber ich finde, das haben wir heute auch die Mentalität gezeigt, auch wenn wir 2-3 Mal nach unserem Tor direkt kassiert haben. Trotzdem sind wir dran geblieben und bin ich sehr glücklich, dass ich mit meinem Tor in die letzten Minuten das Spiel entscheiden könnte. Aber heute war auf jeden Fall von gesamter Mannschaft einfach ein kämpferisches Spiel. Und ich glaube, dass bis Ende haben wir alles auf den Platz gelassen. Also wir haben uns, auch wenn wir heute mal einen schlechten Tag hatten, haben wir trotzdem nicht aufgesteckt. Und wir wollten unbedingt weiterkommen, egal wie. Dann hatten wir noch 2 Lattentreffer, 2 Pfostentreffer. Es kam halt auch einfach alles zusammen. Und trotzdem sind wir eine Runde weitergekommen. Also das ist auch eine Qualität, die unsere Mannschaft hat, auch bei einem nicht so guten Tag trotzdem zu gewinnen.